Tja, da haben wir sie, die PlayStation Classic Mini. Mir reicht. So. Ja, PlayStation Classic Mini. Und ihr wundert euch vielleicht über den Katataton. Ja. Wegkommen hier. Amazon Resell, 20 Euro. Ja, fantastisch, oder? Ja, mit dem Karton ist alles noch zu. Zum Glück habe ich mir mein Buttermesser dabei. Ist das ein Buttermesser? Glaube ich, ein Schälmesser. So, machen wir auf den Karton und willkommen zum Unboxing. Das ist ja schon Blödsinn. Ah, blaue Mauritius, dass ich das mal mein eigen nennen darf. Bin komplett krank, wirklich vollkommen. Da geht gar nichts mehr bei mir, deswegen rede ich so wenig. Okay, haben wir ein Kartönchen. Schrottkonsole. Ja, aber für das Geld. Und man nachträgt ja seine eigenen Spiele. Ich habe jetzt gar keine besorgt, ich blöd Mann. Seine eigenen draufpacken kann, ist es natürlich wieder lohnenswert. Und Leute, sind wir mal ganz ehrlich. Ich kann mir ein Raspberry Pi, ich habe ein Raspberry Pi 3, 2, 2B Plus, 3B Plus, alles hier. Ja? Aber es ist doch kein Sony. It's not a trick, it's a Sony. Ja? Deswegen habe ich mir das auch gegönnt. Der C64 Mini kommt die Tage auch an. Ihr werdet demnächst, und das ist versprochen, merkt euch das, auch Gameplay-Video sehen von mir. Denn ich habe mir jetzt eine Capture-Card bestellt, die sollte irgendwann in den nächsten 4 bis 8 Wochen da sein. Also merkt euch das bitte. Oder erinnert mich in den Kommentaren daran, vergisst nicht, ein Gameplay-Video zu machen. Eine HDMI-Capture-Card gekauft. Ja, dass ich halt HDMI direkt aufzeigen kann. Menge Karton. Wir haben, waren da zwei Controller bei? Zwei Controller-Kits. Haben hier unsere sexy Schlampenkonsole. Bin schon wieder versucht, dran rumzukauen. Dann haben wir hier einmal, ja, Konsole. Reseller. Neuware. 20 Euro, Alter. Sehr billiges HDMI-Kabel, frisch aus China. Dann haben wir noch, ach ja, das Typ-C-Kabel. Ganz wichtig. Ohne Netzteil ist wichtig, weil ist ohne Netzteil. Und dann haben wir hier im Kartönchen noch unsere PlayStation beschaut. Das lassen wir alles mal eingepackt. Das alles noch zu. Und lassen wir es doch dabei. So, ja. War jetzt mehr oder weniger spannend. Ja, also das ist ein Unboxing. Später als jeder andere und jeder andere hat auch schon lange ausgepackt, Gameplay-Videos und so weiter gezeigt. Ich bin jetzt sehr heiß drauf, damit zu spielen. Oh, die fühlen sich noch genauso scheiße an wie früher. Ah, herrlich. PlayStation. Ist da ein Loch? Ne, das sah nur so aus. Ah, Anita hier und da, 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 da. Okay, das reicht jetzt. Ja. Hier leuchtet es blau. Also, ich habe ein Match mit Angelina. Boah, so sieht ihr aus. Ja. Ja. Was soll ich sagen? Mein Fernsehprogramm ist gerade ausgefallen. Ja, also wenn ihr Bock habt, ne, schreibt es in die Kommentare. Der Vorteil ist, ich weiß, dass ich nie Kommentare kriege. Ist nämlich mein Vorteil. Ja, ne? Falls hier ein Kommentar kommen sollte, von wegen macht auch mal ein Gameplay-Video dazu. Capture Card ist unterwegs, das heißt, das kann ich demnächst machen. Das war jetzt Unboxing und ich mache das mittlerweile so wie andere YouTuber auch. Ich quatsche mich einfach, wenn ich ein 20-Minuten-Video mache, quatsche ich einfach nur 20 Minuten blödes Zeug. Und was gar nichts damit zu tun hat, was ich eigentlich hier vorstelle. Machen die meisten das, das nimmt man Clickbait und ist immer noch legal.
In diesem Sinne, ich freue mich. Ich gehe da mal spielen.